Ja, okay. Delfin. Cool. Mehr weiß ich nicht. Wie gesagt, ich denke, es war einer. War zumindest nichts anderes. Die sollten wir allerdings nach hinten schieben. Ich denke, es hat Zeit, wenn ihr geneigt seid. Empfehle ich, sonst mal Rafim zurückkommt, zunächst einmal den Torwall einen Besuch abzustatten. Wenn ihr geneigt seid, empfehle ich, die Stadt schnellstmöglich zu verlassen und sie in Brand zu setzen. Yes, nichts außer Prangers reinigem Feuer kann hier noch irgendwem helfen. Erst Verkinas, dann Torwaller. Man kann sich wirklich die Verbündeten nicht aussuchen. Wir sollten, bis wir hier in der Stadt, sollte das mit diesen Verkina hießen die, ja? Verkina als Verbündeten klappen, den Hafen meiden. Wenn es wirklich 300 von denen sind, dann werden wir mit unseren... Wie viele sind es noch, Rafim? Ich habe 3 Tote gezählt. Von den Trollzackern. Sind wir 47? Es müssten noch 42 sein. 42. Davon sind 4 verwundet, aber ich weiß nicht, wie stark. Habe ich Leichen übersehen? Gab es mehr Tote? Nun, wir haben einen gefunden. Erinnerst du dich an ihn? Stimmt, den habe ich nicht mehr gezählt. Nachdem was man sagte, sind noch 3 weitere fortgelaufen. Oh, du erinnerst dich noch an den, der uns vorbeilief, als wir zu den anderen zurückkamen. Den haben wir auch nicht wieder gesehen. Wenn das in dieser Stadt tatsächlich so schlimm ist mit der Orientierung, dann haben sie vielleicht wirklich nicht mehr zurückgefunden. Und wir sind hineingegangen, wir gingen in eine kleine Seitengasse. Es konnten nicht mehr als 5 bis 6 Schritt gewesen sein, um ein paar Händlern auszuweichen, die uns also sehr auf den Fuß treten wollten. Und den Weg zurückzufinden war schwer. Wir fanden uns dann am Hafen wieder und ich kann nicht erinnern, dass wir uns... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die Hauptstraße einmal gekreuzt hätten. Und das hätten wir wohl gemusst, so wie ich das verstehe. Nein, das war äußerst eigenartig. Wie wäre es, die Trollzacker sind doch für ihre Kletterkunst berühmt, die kommen schließlich aus den Bergen. Wenn wir uns verirren als Gruppe, steigen 1 oder 2 auf die Häuser und schauen sich einmal um, wo wir sind, um einen Überblick zu bekommen. Da wird der Nebel das Problem. Und sie sehen nicht vielleicht allzu weit, aber die Hauptstraße müsste man vielleicht noch erkennen können. Oder die größeren Gassen. Gibt es einen Stadtplan? Nicht soweit ich weiß. Vielleicht ist hier irgendwo eine an die Wände gemalt. Wir hatten einen gesehen, bevor wir losgezogen sind. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wo diese Arena sein müsste. Sie war ziemlich genau am südlichen Stadttor, glaube ich. Und bei diesem Imam-Stadion müsste sich irgendwo noch ein Perine-Tempel befinden. Aber ich habe keine Ahnung, wie man von hier aus dahin kommt. Draußen auf den Feldern. Vielleicht finden wir hier im Palast noch einen alten Plan der Stadt. Wir werden uns um Nahrung bekümmern müssen, wenn wir länger als 1-2 Tage hier sein wollen. Ich werde keine Hunde essen. Nun, dann hoffe ich, dass ihr einen besseren Plan habt. Denn ich habe keinen. Ich werde keine Hunde essen. Dies habe ich bereits zur Kenntnis genommen, aber mir. Nur läuft es dann nach derzeitiger Situation darauf hinaus, dass wir einfach gar nichts essen. Wie schmecken die Meria? Nein, denk nicht einmal dran. Also nicht. Gut. Nun, wenn es wirklich so weit kommt, dann treten wir die Flucht nach vorne an. Bevor wir zu schwach zum Kämpfen sind, stürzen wir also in den Kampf gegen den Malma. Und wenn wir das nicht überleben, nun, dann hat sich dieses Problem auch erübrigt. Was ist mit diesen Verkinas? Können sie uns nicht den Weg zeigen? Die kennen sich ebenfalls in der Stadt aus. Versuchen können wir es. Ja, ich denke auch, dass wir... Sie sind zwar nicht viele, aber sie scheinen erstaunlich resistent gegen den Wahnsinn zu sein, der in dieser Stadt Einzug gehalten hat. Vielleicht wären sie allein aus diesem Grund gute Verbündete. Vielleicht ist es wahrhaftig Rashtula, der ihnen die schützende Hand überhält. Jene, die an Rashtula Götzen glauben, sind sehr starrsinnig, genauso wie die Novadis. Sie lassen sich schwer erziehen und von was anderem überzeugen. Nun hätten die Bürger der Stadt mehr mit den Göttern gehalten, wären sie vielleicht ebenso unberührte. Nun ja, ich weiß nicht, ob diese Aussage so stimmt, aber die Schwarzen Lande... Bieteten auch zu den 12. Und was geschah?
Und den schwarzen Landen musste man auch, im Namen Tobrian musste man auch den Glauben an die 12 Götter nach und nach austreiben. Ehe die Erzdämonen deren halt wahrhaftig in dieser Sphäre finden konnten. Und ihr meint, hier ist es anders? Ich weiß es nicht, Abelmir. Ich weiß es nicht. Ich will nur nicht, dass irgendwer von uns sich zu lange hier aufhält. Nichts Gutes kann daraus erwachsen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall die Nacht hier verbringen müssen. Es ist inzwischen schon relativ spät. Dann lass das auch 2 oder 3 Tage sein, gerne. Lass es auch 1 Woche sein, aber länger? Ich weiß nicht. Wir sollten zuerst das Tor sichern. Zum Palast. Ich glaube, bevor wir 1 Woche hier bleiben, dafür fehlen uns die Vorräte. Und auch die Ferkiner werden sich irgendwo ernähren müssen. Vielleicht können die uns aushelfen. Unter der Annahme, dass Zulami dieses Pferd gebändigt bekommt. Wir werden sehen. Gleich meine morgen, Göttin, ja? Meine Göttin ist weit weg an diesem Ort. Aber ich werde mir dieses Tier auf jeden Fall ansehen. Und ich denke nicht, dass es tatsächlich eine Falle ist. Vielleicht könnten wir die Göttin etwas gnädiger stimmen, wenn wir den Tempel der Huldvollen nun wiederherstellen, etwas reinigen. Ein guter Gedanke. Vielleicht gehen wir das in der Früh an. Vielleicht finden wir hier im Palast noch Eimer, Bürsten. Dann werde ich mich selbst dieser Pferdestatue annehmen. Ich glaube, wäre eine gute Sache. Und die investierte Zeit wert. Und außerdem beschäftigt ist es die Trollsacker. Ich weiß nicht, ob sie unbeschäftigt, nun ja, bei so guter Laune bleiben. Was machen wir mit den Torwallern, wenn die so nah an diesem Palast hier sind? Könnten die zum Problem werden? Ich schlage vor, wir warten, bis er auf ihm zurückkommt, denn dann statten wir ihn heute noch einen Besuch ab. Stimmt, bei dem Weg über den Hof werden wir uns hoffentlich nicht verirren. Sag das nicht so laut. Finde ich gut. Sollten wir da mit unserer gesamten Stärke auftauchen, um unsere Kraft zu demonstrieren? Was denkt ihr, Abelmir? Wie geht man Torwaller am besten an? Nun, am besten mit einer Muskete oder einer Balestrine, aber das steht wohl nicht zur Auswahl. Ich weiß es nicht. Man muss ihnen mit Stärke begegnen, mit Offenheit. Ehrlichkeit schätzen sie. Dann mit der ganzen Mannschaft also. Ja, wenn ihr das wünscht. Ich denke, was ich wünsche, ist denen reichlich egal. Wenn wir morgen zu dieser Arena gehen und sie tatsächlich so nah am Stadttor gelegen ist, sollten wir versuchen, ob wir die Stadt verlassen können. Vielleicht können wir hinaus auf die Felder gehen. Alles, was weg vom Wasser ist, erscheint mir seltsam reizvoll in letzter Zeit. Wir können diesem vorgeblichen Verane-Tempel einen Besuch abstatten. Und sei es nur um den Segen der gütigen Mutter zu erflehen. Wenn er noch existiert, ja. Ich hätte auch gesagt, dass es noch Bauern geben muss, aber das, was diese Metzgerin erzählt hat, spricht nicht dafür. Vielleicht gibt es noch Bauern und die Frau kommt einfach nur nicht aus der Stadt hinaus. Nun, dann werden wir herausfinden, ob wir auf die Felder hinausfinden. Aber Boltax hat auf jeden Fall recht, dass wir uns besser nicht mehr trennen sollten. Die Zeit vergeht. Nach 1 Stunde gibt es Knacken. Seile, die gespannt werden und Nacken, die brechen. Teilweise noch einiges Stammeln, wenn das Genick nicht beim ersten Mal dann getrennt wurde. Irgendwann ersticken aber auch die restlichen von den Nereidas-Männern, dem wilden Mob, die Schmuggler. 2 von denen wollten wir lebendig lassen, richtig? Könnt ihr machen. Ja, ich wollte ehrlich gesagt den allen anbieten, ob nicht jemand noch was zu sagen hat, bevor er gehängt wird. Wahrscheinlich stehen sie wohl immer noch unter Drogen, die Schmerzen, vor allem in den gebrochenen Beinen, dann auch nicht ganz so schlimm machen. Und viele von ihnen werden auch gar nicht verstehen, dass sie jetzt in den nächsten Augenblicken sterben. Aber wenn du 2 von ihnen überleben lassen willst und sie dann irgendwann nach einem harten Entzug dann wieder zu sich kommen, dann sind sie sicherlich auch wieder ansprechbar. Ja,
Dann nehme ich einfach irgendwie zwei und den Rest lasse ich hängen. Ja. Die Sonne geht unter und je dunkler es wird, viel sehen konntet ihr sowieso die ganze Zeit nicht wegen dem dicken Nebel und dem ekelhaften miasmatischen Fuschgeruch, desto lauter wird es. Das Licht schwindet, das Praios-Antlitz, was ihr selber zwar nicht sehen könnt, aber es ist dunkel, formlos, furchtbar. Ein geisterhaftes Glubschen, was in der Stadt erklingt und einige Türen, die geöffnet werden, Türen, die sonst verbarrikadiert waren, Fenster, die mit Lappen vollgestopft waren, bis es dann krankhaftes Hopsen gibt. Ein moderndes Gefühl, was in euch aufkeimt, während die Stadt ja zu einem rauschenden Gehopse verklingt. Schmatzend, schmierig. Und teilweise könnt ihr auch durch den Nebel einige Kreaturen erkennen, die dort schwarz glänzend umhergehen, in Roben, in dicke wallende Roben gehüllt, die ihre Umrisse verbergen. Surreal. Die Stadt ist laut. Wollen wir unseren Plan auf morgen verschieben? Ja, bitte. Sehr. Danke. Gib mir mal bitte eine Holzbearbeitungsprobe, um die Tür wieder zu reparieren. Einer bitte. Und die anderen dürfen eine Sinnenschärfeprobe machen. Ich würde dir da Zimmermann anbieten. Zimmermann, du kannst daneben stehen und ermutigend zureden? Ja, du kannst. Kannst du machen. Das ist gut. Ihr schafft das schon. Ihr macht das gut. Ich bin stolz auf euch. Aua. Sogar noch geschafft. Willst du das schlecht? Schlechte Probe, aber. 5 Punkte? Das ist keine schlechte Probe. Ist geschafft. Also. 20 und 19. Okay, passt. Auf alle Fälle mit dem guten Zuspruch und dem Schulterklopfen von. Ja, der erste zählt. Also ja, ich würfel einen Würfel neu hier, damit es. Die 2. Mit einer 2, da sind auf der 20. 4 Punkte mehr. Ja, dann 9 Punkte. Also ein glorreicher Stern, das ist eine gut gezimmerte Tür. Ja, damit ist die Tür auch mit einem Treuzacker, der das erste Mal entgegentritt, wird sie nicht wieder aufspringen, einen schweren Balken, den du so sehr dann verformen kannst, dass du ihn davor legst, abstützen und das ist wieder eine Befestigung. Solltet ihr in der Nacht angegriffen werden, dann hält das zumindest so lange, bis ihr alle wieder ad arma seid bei den Waffen. Derweil kann Zulamin oben zwischen einem der Kissen ein weiteres Fundstück finden, was höchstwahrscheinlich einer der ehemaligen Visierer gehört, und zwar ein uraltes Raya Sutra. Eine uralte Ausgabe mit wunderschönen Illustrationen. Die Texte sind in Ur-Tulamidia verfasst, allerdings kann man auch hier und da einige alte Krimpk-Zeichen erkennen, exisches Geschmiere und Kommentare in Zayat. Zunächst ist es wohl deckungsgleich. Du hast natürlich schon zahlreiche Raya Sutri gesehen. Es sieht erstmal sehr gewöhnlich aus. Allerdings die letzten paar Seiten weichen von der regulären Ausgabe ab und wurden durch weitere Kapitel ergänzt, die sehr viel finsterer sind und sich mit einem Einfluss beschäftigen, der All-Einen gebührt. Am Anfang gibt es weitere Kommentare am Seitenrand, die erst von einem wachen Geist künden. Später allerdings wird der Schreibstil zusehends verworrener. Seht mal, Abelmir. Was habt ihr da? Ein Raja Sutra, wie es den Anschein hat, aber es ist eine kommentierte Ausgabe. Seht ihr, hier hinten ist in vielen Exemplaren noch Platz frei für eigene Anmerkungen, Lyrik dergleichen. Diese Zeichen, sind die im Original auch drin? Seht ihr diese exischen Glyphen? Die kann ich nicht lesen. Ich konnte einige der Zayat-Zeichen entziffern und der Haupttext ist auf Ur-Tulamidia. Aber damit könnte ich nichts anfangen. Ihr könnt das lesen? Das ist exisch? Nun ja, ist eine Urform der exischen Sprache, der Schrift. Dort steht: Die Wege in die Niederhallen sind mit Heldenmut und frommen Absichten gepflastert. Eine merkwürdige
Und weiter steht hier auf der nächsten Seite. Es heißt immer, anscheinend schreibt es der Autor, der Kommentator, es heißt immer, dass die Zukunft eines jeden Menschen im schwarz-weißen Buch der Zeit festgeschrieben ist. Ich aber sage, jede unserer Entscheidungen verändert die Zeilen in diesem Buch. Wenn wir tatsächlich eine Wahl haben, dann kann die Zukunft nicht festgeschrieben sein. Ist sie es aber doch, so sind wir alle nur Marionetten eines grimmigen Meisters. Ich habe in Fasar einmal mit einem Anhänger der Magierphilosophie gesprochen. Er gab ähnliches Zeug von sich. Ja, diese Seite klebt fest. Da steht, ich hatte mich ja auch sehen. Die Seite klemmt anscheinend zwei Seiten zusammen. Hier steht weiter: Der Meister vertraute mir Wissen um ein wichtiges Artefakt an, über das sonst niemand etwas weiß. Es heißt, dass der Träger dieses Gürtels jedem zu seinem unterwürfigen Diener machen kann. Und er hält mich für würdig, den Gürtel zu tragen. Von einem anderen wären diese Worte für mich bedeutungslos. Doch von ihm erwecken sie meinen Stolz. Wer außer mir sollte aber auch in Frage kommen, den Gürtel zu besitzen? Bin ich derjenige, der am würdigsten von allen ist und dessen Seele am meisten die Lust der Herren schätzt? Noch mehr noch als Borbrat selbst? Was ist das für ein kranker Geist? Borbrat, sagtet ihr. Wer ist dieser Meister? Ich weiß nicht, aber dieses Buch ist auf 588 nach Bosporans Fall datiert. Es ist wirklich alt. Über 500 Jahre. Ist das nicht die Zeit der Magierkriege? Ja, die erste Inkarnation des Sphärenschändens. Aber Borbarat, soll das etwas mit dem Iona zu tun haben? Nun, ich vermute mal, es war weit vor ihrer Zeit. Dieses Buch ist wahrscheinlich ein letztes Überbleibsel von diesem Paktierer, vermute ich. Ja, aber die Metzgerin hat vorher auch von ihr gesprochen. Sie sagte, die Miona hätte die damalige Visira getötet, vielleicht geopfert. Und dass danach der Malma erst erschien? Ich kann nur sagen, dieses Buch ist älter als das Erscheinen des Malmas. Vielleicht dieses Bild, das erinnert euch oben im Schlafgemach? Donatian, vielleicht war dies der Autor. Lasst mich noch einmal die letzten Seiten sehen. Balkalil und Rada, ihr ungleichen Schwestern. Aha. Wieso wurde ausgerechnet mir all dies offenbart, wo ich doch der unwürdigste eurer Diener bin? Wie kann ich einer von euch dienen, wo ich doch die andere bekämpfen soll? Und seid ihr beide nur eine Göttin, zwei Seiten der gleichen Medaille? So helft mir doch zu verstehen. Sind die Worte einer Seele am Abgrund? Er oder sie hat noch oder schon gezweifelt, wer das wohl gewesen sein mag? Ich weiß es nicht. Ich müsste die Archive durchsehen, ob ich einen Namen finde. Donatian. Oh, mir schwimmt der Kopf von all dem. Ein weiteres Rätsel auf unserem Weg. Seht ihr, am Anfang sind die Notizen am Rand noch, wie soll ich sagen, hindergefällig. Wie jemand, der von seinem Verstand Gebrauch macht. Aber wenn man weiter nach hinten blättert, wird es immer wirrer. Und dann dieser Unsinn, als hätten Raja und ihre Widersacherin irgendetwas gemein. Ihr habt also die sich ändernden Schriften einer Person in der Hand, die von dieser Stadt pervertiert wurde. Dann wissen wir ja, dass wir uns nicht allzu lange hier aufhalten sollten oder
das Problem schnellstmöglich lösen, sonst enden wir genauso. Ich gebe euch einen Tipp. Denkt an die Armbrust, dann endet ihr nicht so. Ein guter Rat, Boltax. Warte. Ich reiß mal diese Seiten raus hier von ein paar von diesen Seiten. Seht ihr? Habe mir. Ja, wartet. Ich breite mal die Seiten auf dem Boden, auf dem Tisch aus. Hier, seht ihr? Dort. Ich eine sehe Karte. Nicht. Macht die Augen auf. Eine Karte. Seht ihr hier die Umrisse? Ach, ja. Ich weiß nicht. Das scheint mir weit hergeholt. Dort am Rande ist in Krim-Buchstaben. In was? Eine alte exische Sprache. Dort steht Yerkesh. Yerkesh. Das heißt nichts Gutes. Ob es wohl eine Landkarte ist? Eine Wegbeschreibung? Könnt ihr denn irgendeine Landmarke erkennen? Ein Küstenverlauf oder ich bin nicht sicher, was ihr darin seht. Aber wenn ihr sagt, das ist eine Karte. Dort seht ihr das nicht da. Ihr habt doch schon einmal eine Karte gesehen. Dort diese Umrisse und dieser Weg. Dort die Symbole. Und hier seht ihr die Schrift Yerkesh. Psst. Yerkesh. Abelmir. Wenn das nochmal macht, nehme ich sie euch ab. Sehe ich denn was in dem, was Abel mir da auf dem Tisch ausbreitet? Die Karte, wenn man sie so bezeichnen mag, ja, mit viel Fantasie sind das Striche, Küstenstriche, Linien, Flüsse, Hügel, Berge, Flüsse, Täler. Aber die Karte ist klein, also sie ist nicht von weit auf. Man müsste jetzt eine sehr detaillierte Aranien-Karte haben und sehr viel Zeit, um die in Abgleich zu bringen. Aber eventuell könnte man da in einer großen Bibliothek, vielleicht in Zorgern, mehr damit anfangen. Abelmir, ich schwanke gerade dazwischen, euch zu eurer Entdeckung zu gratulieren und mir Sorgen zu machen, ob es nicht bei dem Autor dieser Zahlen auch so angefangen hat. Es ist ein Rätsel und Rätsel sollen gelöst werden. Und unter der Annahme, dass es wahrhaftig eine Karte ist, was... Ich schlage vor, dass wir das hier verbrennen. Nein, endlich nimmt hier jemand den an. Wir werden dieses nicht verbrennen, das ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse sollen gelüftet werden. Ich bitte dich, das ist exischer Abstammung und nichts Gutes ist je von den Echsen gekommen. Ich weiß nicht, ob jedes Geheimnis gelüftet werden sollte. Und mit dieser Karte kann ich auch nicht großartig viel anfangen. Aber obwohl ich eigentlich ein Auge dafür habe. Aber was, wenn diese Stadt draußen in der Bucht liegt? Das lässt sich ja doch wirklich einfach herausfinden. Und wenn die Stadt wahrhaftig draußen in der Bucht liegt, dann haben wir so oder so verloren. Denn wir werden garantiert nicht in die Bucht kommen. Was bringt euch denn das Wissen, ob diese Stadt in der Bucht liegen würde? Habt ihr darüber nachgedacht, Abelmir, dass es sich hier um einen Köder handeln könnte und irgendwo darunter versteckt ist der Haken? Natürlich habe ich daran gedacht, aber... Und? Dieses Buch ist wesentlich älter als der Malma. Macht es nicht besser. Das macht es aber schlimmer. Die Pforte des Grauens könnte dort liegen. Ja, können wir uns erstmal um unsere Probleme vor Ort kümmern. Gewissermaßen ist die Pforte doch unser Problem vor Ort. Der Malma ist unser Problem vor Ort. Nun, der Malma sitzt auf der Pforte. Keine Pforte, kein Malma. Andersrum wird ein Schuh draus, Jalan. Habt ihr nicht zugehört? Wir müssen uns erst um den Malma kümmern. Ich weiß nicht, ich denke nicht. Oh, Abelmir, jetzt seid doch mal ruhig. Ich führe hier ein Streitgespräch mit Jalan und alles, was euch was hat er gesagt? Ist... Wartet. Abelmir was hat er gesagt? Hat gar nichts gesagt. Ich bin voll auf diese Karte konzentriert und habe einen Zauberspruch gesagt, eigentlich auf Zayat. Ja, ich denke, das ist der Moment, in dem ich dir die Karte wegnehme. Okay. Warte. Ich kenne Abelmir lang genug. Kann ich auf irgendwas würfeln, um zu erkennen, dass es ein ganz normaler Zauber ist? Abelmir, Wirkungsdauer? Also, es ist ja an sich. Ist es aus ZFP-Spielrunden, meine ich. Ich gucke aber nach. Nee, also, wie lange brauchst du, um dir die Zauberdauer eine Seite einzuprägen?
Das ist relativ kurz, meines Wissens nach. Es ist ja erstmal nur eine Seite, also nur die Landkarte. Das komplette Raya Sutra mit den Anmerkungen wirst du dir dann nicht mehr durchlesen können, aber die Landkarte, die vor dir ausgebreitet ist, die ist jetzt unwiderruflich in Abelwirs Gehirn gebrannt. Also nur wenn er den Zauber durchbringt. Die Zauber dauert eine Spielrunde. Ich brauche erstmal eine Spielrunde, um die Zauber erstmal zu starten. Okay. Krieg ich eine Erleichterung auf die Magie? Ich kann Abelmir lang genug. Krieg ich eine Erleichterung auf eine etwaige Magiekunde? Drei. Ist das eine Frage an dich, Frosty? Drei. Oh, sorry, da zählt mich an. Weil dann schauen wir einfach mal. Ich will ihm hier natürlich nicht in die Grätsche springen. Ich nehme die Karte weg. Das ist zumindest eine von den Seiten, aus denen er die zusammengefummelt hat. Aber ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht vor euch hinflüstern. Dann verliert Abelmir die Hälfte seiner ASP. Also diejenigen, die du brauchst. Was soll das? Ich wollte mir die Karte einprägen. Nichts Gutes kommt aus Exischem. Ihr habt schon vor euch hingebrabbelt. Ihr, das ist ein Erinnerungszauber. Aber ihr denkt an die Armbrust, nicht dass die Echsen in euren Kopf eindringen. Alles in Ordnung, Meister Abelmir? Natürlich, ihr stört mich bei der Zauberei. Macht so etwas nie wieder. Was hattet ihr vor? Ich wollte mir diese Karte einprägen. Die Echsen sind in seinem Kopf, ich sage es euch. Sulamit spricht hier ein Machtwort. Ich sage euch, nichts Gutes kann daraus erwachsen, wenn das Ding am Ende noch in seinem Kopf ist. Selbst wenn wir meinen, wir wollten sie lesen, um irgendwas daraus zu finden. Es ist nur eine Karte. Es ist das Werk eines Wahnsinnigen, Abelmir. Es ist das Werk von Echsen, Abelmir. Wir werden Papp. Es war noch keine Echse, die diese Karte gezeichnet hat. Es war ein Mensch. Ach ja, und ein Mensch schreibt mit exischen Schriftzeichen. Ihr habt selbst gesagt, das ist exisch. Natürlich. Ich schreibe auch hin und wieder mit exischen Zeichen um. Meine Güte, jetzt haltet endlich mal die Schnauze! Sulamin, könntest du das jetzt bitte entscheiden, damit ich den beiden nicht eine reinhaue? Wir werden das Buch nicht verbrennen, aber es ist mir tatsächlich auch ein bisschen unheimlich, Abelmir, wenn ihr es euch so genau einprägen wollt. Vielleicht packen wir die Karte lieber wieder aus, wenn wir uns noch einmal in Ruhe darüber Gedanken machen wollen. Und wenn wir sie verlieren? Dann ist das eben so. Dann ist das Geheimnis auch verloren, das Wissen um diese Stadt. Und dann will hier Sinne es. Es gibt verbotenes und verborgenes Wissen, aber mir. Das wisst ihr genau. Woher wollt ihr das wissen, dass hier Sinne es will? Seid ihr Sinne selber oder was? Nun, ich denke, ich bin in der Lage, ein so deutliches Zeichen zu lesen. Wir haben uns doch geeinigt, dass wir hier auf Sulamin hören. Sulamin hat dir gesagt, du kannst das Buch behalten, sollst es dir aber nicht einprägen. Ist das so schwierig? Ich schlage vor, wir teilen die Kartenteile auf vier Personen. Naja, ich stimme dem zu, dies erscheint mir am besten. Wenn es wirklich negative Konsequenzen hat, wäre es unverantwortlich, wenn eine Person alle vier Kartenteile hat. Ich schlage vor, Diamantis bekommt eines, Sulamin bekommt eines, Abelmir bekommt eines und Rafim bekommt eines. Das klingt nach einer guten Lösung. Wenn es sich dabei wirklich um eine wichtige Karte handelt, dann ist das eine herausragende Lösung. Wisst ihr, was mir noch seltsam vorkommt? Dass es exische Schriftzeichen in einem Raja Sutra sind. Denn die Echsen haben herzlich wenig mit meiner Göttin zu tun. Naja, wenn Leute verrückt werden, dann werden die verrückt. Nun, das ist vielleicht eine besondere Art der Verschlüsselung. Nicht jeder beherrscht diese Sprache. Sie ist sehr alt und nur wenige in einige weit bekannt. Denkt ihr, der Autor war ein Magier? Das denke ich. Oder ein sehr kluger Gelehrter. Oh, so, wo wir das spricht. Das war nichts Wichtiges. Ich wollte nur sagen, dann sehen wir wohl mal, wie wir die Nacht rumbringen, oder? Ja, wir sollten auf jeden Fall immer einen der Magier wach haben. So könnt ihr, habe ich schon Wachen eingeteilt. So könnt ihr die Wachen einteilen, die sich vor der fast wie neu wirkenden Tür aufgestellt haben, die Diamantis repariert hat. Zahlreiche Magier, die dann den Wachen beistehen, aber nur weitere Schmatzen und Hopsen und Quaken, was aus der Inneren der Stadt, aus dem Nebel zu euch hinüberschallt. Die erste Nacht vergeht.